Durchatmen am Morgen, Schnee beiseite räumen, heißt es im österreichischen Skiort Galtür. Auch wenn die Lawinengefahr so wie hier und in weiten Teilen Österreichs leicht gesunken ist, eine Bedrohung besteht nach wie vor. Neuer Schneefall ist in Anmarsch. Damit der nicht erneut gefährlich wird, wird der alte Schnee in Lech am Arlberg beiseite geräumt, landet im Fluss. Auch sind in Österreich zahlreiche Helikopter im Einsatz. Auf der Autobahn bei Kuhstein bläst ein Bundesheer-Heli die Schneelast von den Bäumen. Sie drohen auf die Straße zu kippen. Andere versorgen von der Außenwelt abgeschnittene Dörfer aus der Luft mit Lebensmitteln oder retten wie hier im Inntal Bewohner von eingeschneiten Berghütten. Aus der Luft zeigt sich die Schneelandschaft in ihrer ganzen Schönheit, ist nur wenig Bedrohliches zu erkennen. Ein Wintermärchen. Doch am Boden sind die Schattenseiten nicht zu übersehen. Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr und Bundeswehr befreien Häuserdächer von schweren Schneelasten. Allein in Berchtesgaden und Umgebung sind mehr als 200 Dächer vom Einsturz bedroht, weil der Schnee von Tag zu Tag schwerer wird. Wiegt frisch gefallener Pulverschnee knapp 100 Kilogramm pro Kubikmeter, hat nasser Altschnee nach ein paar Tagen, besonders wenn es leicht taut, bereits das bis zu fünffache Gewicht. Die Zeit drängt. Wir geben natürlich Gas, dass der Schnee herunter ist, bevor der neue kommt. Gas geben inzwischen mehr als 1000 Helfer, die in den zum Katastrophenfall erklärten Regionen Bayerns im Einsatz sind. Damit es nicht weiter gefährliche Lawinenabgänge wie diesen bei Berchtesgaden gibt, sind überall Hubschrauber dabei, kleinere Sprengsätze über bedrohliche Schneemassen abzuwerfen, so wie hier am Nebelhorn bei Oberstdorf. Auf diese Weise können Lawinen kontrolliert ausgelöst und in ungefährliche Bahnen gelenkt werden. Im gesamten Alpenraum und den deutschen Mittelgebirgen ist zu viel Schnee ein großes Problem. Im sächsischen Altenberg werden vorsorglich Bäume gefällt, die sonst den Autofahrern gefährlich werden können. Wenn Sie sich umschauen, sehen Sie, dass die Baumwipfel sich neigen, die Kronen sich neigen und jederzeit drohen abzubrechen. Die Schneelasten wiegen Tonnen. Und es wird noch mehr werden, denn auch fürs Wochenende haben die Meteorologen für alle betroffenen Gebiete neue Schneefälle vorhergesagt.